gehört, meine MAC-Lippenstiftsammlung ist angefragt worden und ich fange auch gleich mal an, weil es sind relativ viele. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitzählen, ich zähle es lieber nicht mehr. ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass mir einer auf jeden Fall gekippt ist. Ja, aber dazu komme ich dann, wenn ich ihn in der Hand habe. Als erster zeige ich euch einen roten. True Love Kiss heißt der. Das war aus dieser Maleficent-Kollektion. So sieht er aus. Super, super schön. Rot ist sowieso meine Farbe. Das wissen eh viele. Deswegen zeige ich euch gleich von der Disney-Kollektion. Dann zeige ich aber auch gleich den anderen her. Sonst habe ich eh keinen mehr, glaube ich. Nein. Oh ja, doch, da ist noch einer. Der ist, glaube ich, derjenige auch, der, wo ich glaube, dass der kippt ist. Einmal den Toxic Tail. Den habt ihr ja im letzten Video schon gesehen. Mit der bösen Königin drauf. Ach so, jemand wollte ja auch, dass ich Swatches mache. Sorry. Das ist jetzt der... Oh Gott. Das ist jetzt der True Love Kiss. So, und jetzt kommt der Toxic Tail daneben. So. Aber ich kann euch auch links unten verlinken. Jetzt funktioniert ja mein Blog wieder. Ach, das bin ich glücklich. Kann ich euch unten verlinken, was ich habe. An MAC-Lippenstifte, Gott sei Dank. Machen wir als nächstes den, wo ich glaube, dass der kaputt ist. Er riecht komisch. Nicht ranzig, nur komisch. Und ich hoffe nicht, dass er kaputt ist, weil das ist einer meiner absoluten Lieblinge. Ich will dann versuchen, den im Winter zu benutzen. Er riecht komisch. So sieht er aus. Das ist dieser hier. So sieht er aus im Stift. Und der heißt Cine Sister. Warum ich überhaupt nachschaue? Ich weiß ja eigentlich eh auswendig. Dann habe ich hier, das ist Watch Me Simmer. Ich schaue mal nach, ob es stimmt. Yep, Watch Me Simmer. Ich halte ihn euch ein bisschen länger in die Kamera. Dann swatche ich ihn euch mal. So sieht Watch Me Simmer aus. Ja. Ich glaube, ich werde alle Swatches auf meiner Hand lassen. Mal gucken, wie fast da rauskommt. Oh Gott. Das ist dann noch einer von der Disney-Kollektion. Das ist der Dark Deed. Auch aus der, habe ich schon gesagt, Disney-Kollektion mit der Maleficent drauf. So sieht er aus. Der ist auch sehr schön. Trage ich so auf dem Winterabzieher, glaube ich, aber noch nie in einem Video oder damals in einem Video mal gesehen. So sieht er aus. Ja, das ist was Dünkeres. Es ist alles bunt gemischt. Den werde ich euch nicht swatchen. Ich swatche auch keine, die noch neu sind. Sage ich euch gleich. Weil da kommt dann ein Blogpost dazu. Den werde ich euch auch nicht swatchen. Das ist mein Mini-Me in Velvet Teddy. Habe ich euch ja in dem Haul gezeigt. Dann Glam. Der ist geil. Den habe ich auch schon sehr oft oben gehabt. Das ist ja dieses Rot. Kennt ihr auch aus anderen Videos von mir. Ja, da sieht man dann, wie viel Rote ich wirklich habe. Das ist er. Ja, ja, ja. Dann habe ich hier Garda Dash, glaube ich, heißt der. Ich habe es nicht gesehen, falls ihr jetzt glaubt, ich habe nachgeschaut. Ich kann das von da nicht lesen. Nein, kann ich nicht. Es ist Garda Dash. So, der sieht so aus. Das ist noch einer von diesen Sheen Supreme. Machen wir den mal oben hin. Die sind furchtbar cremig. Also furchtbar. Das ist der hier. Furchtbar ist er nicht, aber er ist sehr cremig. Ich habe auch schon zwei aufgebraucht von der Reihe. Ich muss mich, glaube ich, anders hinsetzen. Nicht, dass ich da irgendwas anstelle. Ja, das ist der nächste, das ist Two Pumper. Der ist schon sehr, sehr runter benutzt, wie ihr sehen könnt, weil ich den oft im Winter verwendet habe. Oh. Der riecht genauso wie der Cine Sister. Deswegen werde ich auch im Winter versuchen, den zu benutzen. Der ist da. Ich habe ihn nämlich sehr oft tragen. Deswegen wäre ich wirklich traurig, wenn er kaputt gehen würde. Wirklich traurig. So, der nächste ist Cozy Up. Ich schaue automatisch gleich nach. Aber wenn ich die Farbe sehe, weiß ich. Ich versuche es beim nächsten. Das ist Cozy Up. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Ich hoffe, dass sie meine Videos noch schaut. So sieht er aus. Habe ich sehr, sehr oft auch schon tragen. So sieht er aus. Ich liebe den. Also der ist ein richtig schöner Ton. Würde ich mir sogar nachkaufen, wenn er leer gehen wird. Dann habe ich hier, das ist Pillow Talk. Ja, das ist Pillow Talk.
den habe ich ja im Winter sehr oft oben. Wenn ihr meine Follow-Me-Around-Videos schaut, wisst ihr das. Den habe ich uroft oben gehabt im Winter. Den mag ich auch sehr, sehr gern. Er ist halt schon ein bisschen komisch. Da ist er. Aber er riecht noch, oder? Na, der riecht komisch. Nee, bin mir jetzt nicht sicher, aber das ist er. Deswegen sollte ich mir wirklich keine kaufen mehr, sondern ernsthaft mal welche aufbrauchen. Das ist jetzt noch ein neuer, das ist sicher der Patisserie. Ja, den werde ich jetzt auch nicht, der wird auch so weiß. Also ich muss den mal irgendwann einmal benutzen. Sorry, zu kurz. Ist eine sehr beliebte Farbe eigentlich und ich sollte anfangen, den zu benutzen. Dann habe ich hier einen, der aus einer Limited Edition kommt. Da muss ich auch noch einen Blogpost machen dazu. Der ist sehr deckend. Welcher war das jetzt? Der, boah, der ist schön, oder? Der ist wirklich schön. Ich habe so schöne Farben, da weiß man dann wenigstens wieder, welche man benutzt. Babies Alright werde ich euch auch noch nicht swatchen, da kommt dann ein Blogpost. Ich versuche das so schnell wie möglich zu machen, damit ihr das dann sehen könnt. Versprochen. Dann Really Me, den habe ich aber schon verwendet. Das ist der da. Der ist auch schön. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt wirklich noch nur Limited Edition war oder ob es den noch gibt. Das dürft ihr mich jetzt nicht fragen. C'est la vie. Sieht so aus. Swatchen wir den mal irgendwo hin. Keine Ahnung mehr wohin. Da in der Ecke ist er. Habt ihr aber auch in verschiedenen Videos jetzt schon gesehen. Dann der nächste rote. Ich weiß gar nicht, jetzt wie der heißt. Auswendig. Oh ja, Hibiskus heißt er. Da ist er. Hibiskus. Stimmt's? Ja. Mag ich auch sehr gerne. Habe ich jetzt auch schon öfter getragen. Wie heißt du? Da hat er diese mega geile Verpackung. Wie heißt denn der? Den weiß ich noch nicht so auswendig. Ist auch einmal nur benutzt. Wo ist denn der jetzt? Ja, da ist er. Der ist auch schön. Wie heißt er? Mystical. Der ist geil, oder? Ist aber eher, finde ich, ein Herbstton. Dann Raspberry Swirl. Sieht so aus. Der ist mega hell. Ich hatte den mal in ein Tutorial tragen. Oh Gott, sieht man gar nicht. So sieht er aus. Den sieht man gar nicht. Habt ihr das jetzt gesehen? Da ist er. Man kann es nur urschlecht sehen. Das ist Nifty Neon. Ja! Habe ich einen Look auch geschminkt. Wenn ich daran denke und es nicht vergesse, kann ich euch die ja unten in die Infobox verlinken, die Looks. Wenn ich nicht. Oh Gott, das war ein dämlicher Swatch. So sieht Nifty Neon aus. Ja. Dann haben wir hier mein Liebling. Und der riecht Gott sei Dank noch gut. Das ist Innocence Beware. Auf dem bin ich so heikel. Auf dem bin ich wirklich heikel, weil das mein absoluter Lieblings-Nude-Lippenstift ist. Halleluja. Da ist er. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Ich fange jetzt unten an. Bricola ist das, glaube ich. So sieht er aus. Ja. So. Habe ich auch, glaube ich, nur ein Swatch. Blogpost meine ich jetzt. Hier ist das Swatch dazu. Jetzt habe ich eine bessere Kamera. Früher konnte ich das ja nie. Dann Easy Babe werde ich euch nicht swatchen. Ich zeige ihn euch nur so, weil der ist noch neu. Ich mag das nämlich. Ich glaube, ich bin da richtig bescheuert. Ich mag das, wenn man ihn noch nicht verwendet hat. Und dieser erste Auftrag, wenn man ihn das erste Mal verwendet, ich liebe das. Da habe ich damals immer mit meiner Schwester rumgestritten, dass sie meine unbenutzten ja nicht anfassen soll. Der ist auch unbenutzt. Das ist der. Da kommt auch bald ein Swatch-Blog-Post. Da müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Ich muss die erst alle machen. Dann haben wir den The Red Note. Ich glaube, den habe ich auch noch nicht verwendet. Genau. Der ist auch aus dieser. Es war so eine Nude-Kollektion, war das, glaube ich. Und den habe ich auch noch nicht verwendet. Das ist so ein Braun. Ich hatte da nämlich so viele Gutscheine und habe mir deswegen so viele gekauft. Dann habe ich hier.
Media, oder? Ja. Media, den habe ich auch schon sehr lang. Riecht aber noch normal, Gott sei Dank. Das ist so ein ganz, ganz düsteres Lila. Seht ihr das? Ich finde den so schön. Der ist so, 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 so schön. Was haben wir da? Das habe ich jetzt schon gesehen. Der ist ja auch relativ neu, sieht man auch. Da kommt auch noch ein Swatch. Ich habe so viel vor zu swatchen als Blogpost, aber das ist so schwer. Da ist er. Vielleicht ein bisschen näher. Gott, ich hoffe, ich kriege das wieder gescheit runter. Schaut euch das schon mal an. Das ist Full Fusion. Den habe ich auch sehr, sehr oft schon dran jetzt. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr... Gott, ich swatch so behindert. So, das ist der. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich swatch so bescheuert. Okay, was haben wir da als nächstes? Oh, den hätte ich fast mal in einer Disco verloren. Mein Herz wäre fast explodiert vor Schmerz. Das ist Plain. Wartet mal, den weiß ich jetzt nicht mehr. Play war richtig. Playtime heißt der. Ach, den habe ich jetzt immer mal gewusst. Das ist so ein richtig schönes Lila. Da ist er. Ich habe so verschiedene. Nicht so ganz ähnliche. Have Your Cake ist auch sehr schön. Der sieht so aus. Der ist auch wirklich urschön. Ist auch matt, glaube ich, oder? Ja, der ist matt. Das Problem ist, ich swatch sie nur so beschissen. Sollte da ein bisschen weiter rüber, glaube ich. Da ist er. Kommt ganz anders drüber, oder? Wenn man das jetzt so sieht. Kommt da ganz anders drüber, als eigentlich im Ihr wisst, was ich meine, oder? Habe ich den jetzt schon verwendet? Nein. Den habe ich von meiner Schwiegermama bekommen. Deswegen werde ich ihn jetzt auch noch nicht benutzen, weil den wollte ich auch unbedingt swatchen für meinen Blog. Das ist MAC Red. Ich habe eh so viele Rottöne. Ich meine, wer das da sieht, weiß das. Aber ich habe mich riesig gefreut über den Lippenstift. Wirklich. Ich habe die restlichen ausgeräumt und ich sehe gerade, dass ich kaum noch Platz auf meiner Hand habe. Aber wir machen weiter mit dem Passion. Da habe ich jetzt nachgeschaut. Weil ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Mit dem nicht nachschauen. Ach, Alter. Da ist er. Oh, Mann. Da ist er. Ich swatch weiter darüber, glaube ich. Wäre, glaube ich, gescheiter. Dann, der ist ja durchgestrichen. Den habe ich mir bei Back to Mac eingelöst. Das ist der Captive. Das kann man nämlich nicht mehr so gut lesen. So sieht er aus. Ist auch ein Lila. Ich hatte da eine lila Phase, wie man sehen kann. Na bitte. So sieht der aus. Ist auch ein sehr, sehr schöner Lippenstift. Ah, die zeige ich euch zum Schluss. Ich habe da nämlich noch 4 Viva Glam Lippenstifte. Dann habe ich noch einmal den Plain Koi. Ist auch nicht mehr so viel drin. Wenn ich mich anstrengen würde, könnte ich auch ein paar, glaube ich, aufbrauchen. Machen wir es mal so, oder? Das ist, glaube ich, gescheiter. So sieht er aus. So ein richtiges Nude. Ich habe gar nicht mehr so viele so Nude-Töne. Ich habe auch vor, also ich sortiere bei MAC keine aus. Außer die sind jetzt kaputt bei den beiden. Also bei Cine Sister und bei Pillow Talk. Wo ist er denn? Da, glaube ich. Da. Bin ich mir halt noch nicht sicher, ob ich die ausmiste. Weil ich schaffe das, glaube ich, nicht. Ich kriege das nicht übers Herz. Mir geht gerade einer ab, ein Lippenstift. Wo ist denn der? Der steht da. Den zeige ich euch auch gleich. Ich habe mich gerade voll geschmiert. Okay, machen wir lieber weiter. Runway Red war auch aus einer Limited Edition. Schon wieder ein Rot. Ist aber, sie unterscheiden sich ein bisschen. Ich brauche gerade eine Ausrede. Sie unterscheiden sich. Also die anderen sind eher hell. Also man sieht es hier, die sind eher hell und ein bisschen auch ins Orange. Und der, das war jetzt der da unten, oder? Ja, das war der da. Ist auch ganz anders. Also ja. Dann, den habe ich jetzt gerade oben. Was ich euch jetzt zeige, das ist der Naked Bird. Und ich finde den Namen so geil. Mein Freund hat letztes Mal sich totgedacht, wie er meine MAC-Lippenstifte durchgeschaut hat. Was mich gewundert hat, dass er die durchschaut, aber okay. So sieht er aus. Schaut auch schon ein bisschen komisch aus. Deswegen verwende ich in meiner Freizeit häufig nur MAC-Lippenstifte, weil ich ein paar auch aufbrauchen will. Obwohl das mein Liebling ist und ich glaube, der ist limitiert. Und ich trage ihn aber in Kombination mit dem Astro Lip Liner und mit einem Lancôme Lipgloss. So sieht er aus. Weil ihr seht, dass das ganz anders ausschaut als da.
Weil der mir doch zu Luster ist. Das ist nämlich ein Luster-Finish. Ich hoffe, man spricht das so aus. So sie schreibt man's. Gott, das sind viele. Oh Gott. Ja, kommen wir zu den vier Viva Glam. Als allererster habe ich den Ariana Grande. Oh, das ist der. Ja, das ist der hier. Den habe ich mir so einbildet, mit dem zu kaufen. Und ich habe ihn bis jetzt nicht nur für den Swatch gehabt, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal dran habe. Ich glaube nicht. Ich wollte ihn unbedingt haben. Unbedingt! Dann habe ich hier den Nicki Minaj. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnern könnt. Das ist auch so ein knalliger Ton, aber auch urschön. Wo swatchen wir den hin? Wo halt noch Platz ist? Da. Ist doch schön, oder? Wenn man so viel auf seinen Arm schmieren kann, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Viva Glam Gaga. Ich weiß nicht, das ist der erste. Den sollte ich aber auch bald aufbrauchen. Er stinkt jetzt nicht, aber ich sollte ihn auch aufbrauchen. Ich habe nur so ein Problem mit so einem Rosa. Das ist das jetzt mein Fehl da, was da biegt. Oh Gott, ob ich das vor meinen Arm wieder runterkriege, ist die gute Frage. Das trage ich halt nicht mehr so. Früher schon, sogar so richtig gerne, aber ja, ich habe ihn halt noch. Und als letzter, dann haben wir es geschafft, wieder ein Lady Gaga. Das war der Lady Gaga 2 von Viva Glam. Sieht so aus. Das war dieser braune Nude-Ton. Ach so, sorry. So sieht er aus. Der ist auch sehr schön, aber ich kann ihn halt schwer tragen. Ja, seht euch das mal an. Das sind meine MAC-Lippies. Ja, nicht alle, weil ein paar Swatch habe ich ja nicht gemacht. Also ein paar habe ich nicht geswatcht, so war das. Bist du deppert. Meine Hand riecht, hoffentlich habe ich jetzt nichts auf der Nase. Meine Hand riecht komplett nach MAC-Lippenstift. Ich liebe das, ich finde die alle so schön. Ich würde da gar keinen einzigen hergeben. Deswegen hoffe ich, dass ich keinen sorgen muss. Also bei dem Cinesister und bei dem Pillow Talk habe ich echt Angst, dass ich die... Nicht Pillow Talk. Pillow Talk ist was anderes gewesen. Das war Two Pumper, was so gekippt riecht. Also nicht gekippt. Ich habe ihn jetzt unten irgendwo vergraben, da in meinem Haufen. Aber ich hoffe, ich muss ihn nicht aussortieren. Ich will das gar nicht abmachen. Ich hätte gerne so einen MAC-Lippenstift-Tattoo. Ist das nicht schön? Ich habe das extra für euch gemacht, weil das gefragt worden ist, ob ich das machen kann. Und früher habe ich das immer gemacht. Gott, probieren wir das mal runterzunehmen. Life for the can. Gott, das kann was werden. Fangen wir unten an. Unten, naja, unten sind gerade die knalligen. Fangen wir oben an. Alter. Gut, dass ich heute wieder duschen muss. Also sowieso öfter im Sommer logischerweise, aber... Oh mein Gott. Die gehen gar nicht runter. Seht ihr, deswegen mag ich die von Cartier Vera, die Reinigungsbücher nicht. Die mag ich irgendwie gar nicht. Man kriegt überhaupt nichts runter, deswegen habe ich wieder zu den Pure Camille gewechselt. Die ich übrigens wieder verwende. Nur so nebenbei. Okay, das geht gar nicht runter. Oder fast nicht. Ach du Scheiße. Seht ihr das? Ich glaube, das sagt mehr als genug über MAC-Lippenstifte, oder? Da brauche ich gar nicht mehr diskutieren drüber. Deswegen wisst ihr jetzt, warum ich so viele habe. Aber ich andere aussuchen werde. Ja. Deswegen, ich wollte eigentlich ein Drogerie-Lippenstift-Sammlungsvideo machen, aber ich glaube, ich werde das ändern und werde ein Ausmist-Video machen zuerst. Und dann könnt ihr ja die Sammlung eh sehen. Oh Gott, ich krieg's nicht runter. Okay, ich habe 3 Tücher jetzt verschwendet für das. Das heißt, einfach mal dann die Hand waschen, vielleicht hilft das. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Man kriegt die wirklich nicht runter. Schaut sich das an, ich auch schon jetzt. Gott sei Dank ist das jetzt das letzte Video, das ich drehe, weil sonst wird das so blöd ausschauen, wenn ich so das nächste Video drehe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es total Spaß gemacht, wieder alle Farben zu sehen. Jetzt weiß ich so zicker, was für Farben ich habe und... Ich liebe jeden Einzelnen, auch wenn die so teuer sind. Ich liebe jeden Einzelnen. Deswegen ist es ja noch schlimmer, wenn welche kippt sind. Ja, aber das werden wir noch testen.
wenn die Zeit dann ist. So im Herbst werde ich dann wieder die drei benutzen, also den Pillow Talk, den Two Pumper und den Cindy Sister. Die drei werde ich dann öfter verwenden und dann gucken, ob ich eine Fieberblase kriege. Und dann wissen wir ja eh schon, dass sie kippt sind. Ja. Sie riechen nicht kaputt, sie riechen so nach alter Schminke. Kennt ihr diesen Duft, wenn eure Eltern die Schminke, also eure Mutter, nicht Eltern, eure Mütter die Schminke auspacken und die haben so einen Geruch, so einen eigenen, so riecht das. Nicht kaputt, aber so nach alter Schminke. Überleg gerade, ob ich die beiden nicht mal mitnehme in eine Filiale und mal nachfrage, ob sie kippt sind oder nicht. Oh, da wird mein Herz bluten, glaube ich. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was für eine Farbe euch gefallen hat und welche ihr haben wollt jetzt, weil ich das Video gemacht habe. Oder ob ihr sagt, nein, danke, trotzdem nicht, obwohl ich es herzeigt habe, weil viele haben eine oder so hat mir geschrieben, auch dass sie sich gar nicht für MAC Lippenstifte interessiert. Finde ich auch okay, warum auch nicht. Ich hoffe nur, dass das Video dann auch trotzdem ankommt, weil viele nicht draufstehen, aber ja. Deswegen habe ich sie ja immer jetzt da hinten, weil ich so stolz auf meine Sammlung bin und ich will hauptsächlich eigentlich, ging vielleicht blöd, aber ich will hauptsächlich nur noch MAC verwenden. Und ein paar von den Drogerie ausmissen. Auch Lipgloss will ich unbedingt ausmissen. Also das kommt dann im Laufe der Zeit. Ja, das heißt, ich beende das Video jetzt, bevor es jetzt noch länger wird. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!